Herzlich willkommen zum neuen Video der Funnest Folia GmbH. Heute möchte ich euch unsere reflektierenden Gaps vorstellen. Um was es sich dabei handelt, seht ihr jetzt. Gerade zur dunklen Jahreszeit, wie sie gerade auch vorliegt, ist es doch besonders wichtig, dass man die Sichtbarkeit des eigenen Körpers besonders hervorhebt oder auch erhöht. Um dies möglichst einfach und kostengünstig realisieren zu können, haben wir uns für euch etwas einfallen lassen. Und zwar haben wir mit einer ganz speziellen Folie Passformzuschnitte hergestellt, welche ihr auf so ziemlich jeden Untergrund kleben könnt, sei es ein Motorradhelm, ein Bauteil von einem Fahrzeug, ein Fahrrad, ein Bobbycar, der Kinderwagen oder auch der Schulranzen. Diese Aufkleber können so ziemlich überall haften. Ich möchte euch das mal zeigen. Also tagsüber sind die ziemlich diskret, einfach nur schwarz. Was aber passiert, wenn eine Lichtquelle diesen Aufkleber trifft, zeige ich euch jetzt mal mit Hilfe meines Handys. Wir werden das Ganze jetzt einmal abfilmen. Bilder dazu füge ich aber auch noch ein. Ihr seht jetzt eigentlich einen ganz normalen Helm, wenn ich den jetzt mal fotografiere. Hoffe ich, euch gezeigt haben zu können, wie krass dann doch die Reflexion war. Ich mache jetzt wieder das Licht an. Also hier herrschen jetzt auch gerade keine mega dunklen Verhältnisse, zum einen. Und zum anderen war das jetzt einfach nur das Blitzlicht meines Handys, ein Autoscheinwerfer, lässt diese Folienoberfläche noch viel, viel mehr reflektieren. Sobald eine Lichtquelle diese Folie anstrahlt, erleuchtet ihr in dem Moment. Zumindest die Aufkleber erleuchten und so werdet ihr, eure Kinder oder auch eure Fahrzeuge definitiv sichtbarer, wie sie auch ohne sind. Ich erzähle jetzt mal kurz die Vorteile zu dieser Folie. Also wie schon erwähnt, erhöht es die Sicherheit und die Sichtbarkeit an dunklen, verregneten oder auch vernebelten Tagen sowie in der Dämmerung. Tagsüber extrem diskret, wie wir hier in diesem Beispiel sehen. Schwarz auf schwarz geht immer, schwarz auf weiß geht aber auch und schwarz auf bunt geht normalerweise auch. Also sie sind wirklich extrem diskret. Extrem einfach zu installieren, zeige ich am Ende des Videos. Kommen von einem zertifizierten Hersteller, welcher nach UN ECE 104 geprüft und zertifiziert ist. Dieses Prüfverfahren beinhaltet eben diese Oberflächenreflexion von Lichtquellen. Wird auch stetig und dauerhaft geprüft, sodass wir eine gleichbleibende Qualität gewährleisten können. Ja, wie wir die Folie jetzt verkleben, zeige ich euch jetzt. Wir müssen, wie so oft, auf einem sauberen Tuch unseren Allzweckreiniger Isopropanol aufbringen. Mit diesem Isopropanoltuch reinigen wir dann die zu beklebende Oberfläche, beziehungsweise wir entfetten sie. Gereinigt werden sollte sie schon vorher. Das heißt gereinigt, grober Schmutz oder grobe Verschmutzungen, Fliegenreste, Dreck und sonstiges sollten vorher schon abgewaschen sein. Dann mit Isopropanol einmal entfetten. Dann einfach den Gap abziehen. Hier kann ich auch gleich mal auf die Luftkanaltechnologie eingehen. Ihr seht diese rautenförmigen Einschlüsse oder Einschnitte, die sind dafür da, dass sich keine Luftblasen unterm Aufkleber bilden können. Das heißt, ihr könnt auch mit ziemlich wenig Geschick den Aufkleber luftblasenfrei verkleben. Sollte euch die Positionierung nicht gelungen sein, habt ihr auch immer wieder die Möglichkeit, den Aufkleber abzulösen und neu zu positionieren.
Ich kann euch jetzt auch mal kurz demonstrieren, dass selbst der Aufkleber auf diesem Textiluntergrund haftet. Ihr müsst ihn hier nur einfach feststreichen und so könntet ihr dann auch auf der Büchertasche eurer Kinder zum Beispiel verkleben oder auf dem Schulranzen. Solltet ihr Fragen zu diesem Produkt haben, dann lasst es einfach in Textform unter dem Video da. Soll euch das Video gefallen haben, lasst ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal. Thank you.